طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم الله استس على بام استس فهم هاتسين الله زيك und heil seinem Prophet Muhammad und auf all diejenigen, die seine Fußstapfen treten, bis an einem Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommen wird, noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters. Folge des Wir sind immer noch im Kapitel über die Vorzüglichkeit des Tawhid und was es an Sünden auslöscht. Babu Fadl Tawhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub. Und dann erwähnt der Autor einen Hadith über Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, arda. Über den Gesandten Allah, sallallahu alaihi wa sallam, überliefert er, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, gesagt hat: Qala Musa alaihi salam, ya Rabb, allimni shay'an adhkuruka wa ad'uka bih. Er sagte, Musa alaihi salam, o mein Herr, bring mir etwas bei, wodurch ich deiner gedenken kann und wodurch ich dich anbeten kann oder anrufen kann. Dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala, Qala qul ya Musa, la ilaha illallah. Sag, o Musa, la ilaha illallah. Es gibt keinen Gott außer Allah. Dann sagte Musa, ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadha. O mein Herr, alle deine Diener sagen das, doch das. Dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala, ya Musa, law anna as-samawati as-sab' وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. Also, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala als Antwort darauf, O Moses, wenn die sieben Himmel und alle ihre Bewohner außer mir in einer und die sieben Erden in einer Schale der Waagschale wären und La ilaha illallah in der anderen Waagschale wären, dann wäre die Waagschale von La ilaha illallah schwerer als die andere Waagschale. Und diesen Hadith ist zwar überliefert worden über Ibn Hibban al-Hakim, und al-Hakim hat zwar gesagt, er ist sahih, und in diesem Fall hat ihm auch al-Dhahabi ihm das bestätigt, denn wir wissen aus der Hadith-Wissenschaft, wenn al-Hakim alleine einen Hadith als authentisch einstuft, dann nimmt man das von ihm nicht an. Und wenn al-Dhahabi das macht, nimmt man das von ihm auch nicht an. Erst wenn sie beide sich gegenseitig bestätigt haben, beide den Hadith authentisch eingestuft haben, dann nimmt man ihre Einstufung an, und dann trotzdem gibt es noch manchmal darüber Zweifel, wie in diesem Fall hat Sheikh al-Albani rahimahullah trotzdem diesen Hadith als schwach eingestuft, aber die gleiche Bedeutung ist auch überliefert worden in einem anderen Hadith über Nuh alayhi salam, Noah statt Moses, und dort ist genau die gleiche Bedeutung in Hadith erwähnt worden. Dieser Hadith ist sahih in At-Targhib und At-Tarhib aufgenommen worden. Insofern, die Bedeutung des Hadiths ist astrein und brauchen uns darüber keine Sorgen machen. In diesem Hadith sagte, in diesem Hadith Qudsi, wir werden gleich reden über Hadith Qudsi, in diesem Hadith Qudsi sagt Allah subhanahu wa ta'ala, oder der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, dass Moses zu seinem Herrn gesagt hat, oh mein Herr, bring mir etwas bei, wodurch ich deiner gedenken kann, also wodurch ich Dhikr machen kann, dir gegenüber, das heißt deiner gedenken kann, وَأَدْعُوكَ بِهِ, und wodurch ich dich anrufen kann oder zu dir beten kann durch irgendwelche bestimmte Worte. Und das heißt, Moses a.s. hat zwei Sachen verlangt. Erstens eine Sache, wodurch er Allahs gedenken kann, und eine zweite Sache, wodurch er Allah anbeten kann oder wodurch er Allah mit Allah reden kann, anrufen kann. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala geantwortet und gesagt, sag, La ilaha illallah. Und dieser Satz, La ilaha illallah, ist sowohl eine Form des Dhikr, und zwar die beste Form des Dhikr, als auch eine Form, Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten, anzurufen. Denn derjenige, der sagt, La ilaha illallah, in Wirklichkeit, er will ja dadurch Allahs Zufriedenheit bekommen. Und deswegen ist es eine Art Dua. Man bittet Allah subhanahu wa ta'ala, indem man das sagt, automatisch mit der Absicht, mit der Niyya darum, dass Allah subhanahu wa ta'ala auch einen dafür belohnt, dafür, dass man das gesagt hat. Und dass man auch gelangt zu dass man Allahs Barmherzigkeit und Allahs Wohlgefallen erlangt. Und deswegen ist es eine Form von Dua und gleichzeitig eine Form von Dhikr. Und dann sagte Moses a.s. als Antwort, Kullu ibadika yaquluna hadha, das heißt, alle deine Diener sagen doch das. Und die Bedeutung von dieser Aussage von Moses ist nicht, dass Moses nicht weiß, wie wertvoll dieses Wort ist, denn es ist das Wertvollste, was man sagen kann, La ilaha illallah, sondern Moses a.s. wollte von Allah subhanahu wa ta'ala etwas beigebracht bekommen, wodurch er ganz allein auserwählt ist praktisch. Also das heißt, er wollte, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm etwas beibringt, was vorher noch nie jemand gewusst hat. Dass er der Erste ist, dass er diese Information bekommt. Und denn wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemanden durch etwas Bestimmtes auszeichnet, wodurch er andere nicht ausgezeichnet hat, wie wir sehen werden,
Oder wie wir schon gesehen haben, in Fall von Isa, Jesus a.s., hat Allah ihn als einen Geist von ihm bezeichnet. Ruh und Minh, haben wir im letzten Mal ausführlich erwähnt. Und diesen Namen hat Allah, oder diese Beschreibung hat Allah nur Jesus gegeben, a.s., und keinem anderen Propheten sonst. Und genauso gibt es andere Sachen, wodurch manche Propheten ausgezeichnet worden sind und die anderen nicht dadurch ausgezeichnet worden sind. Zum Beispiel wissen wir, dass manche Propheten Allah mit ihnen direkt gesprochen hat und andere eben nicht. Und deswegen, das wollte Moses a.s. Er wollte, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm etwas beibringt, was vorher noch nie jemand gewusst hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala durch diese Antwort und durch dieses Gleichnis, was er ihm gestellt hat, bringt er ihm bei, dass es nichts gibt, o Moses, was besser ist als La ilaha illallah. Selbst das Gewicht der sieben Himmel und der sieben Erden und alle ihre Bewohner darin machen oder sind nicht so schwer in der Waagschale wie die Worte La ilaha illallah. Und wenn man diesen Hadith liest, dann hat man auch Folgendes zu verstehen. Und zwar, dass es nicht nur darum geht, dass man dieses Wort ausspricht. Denn dieses Wort aussprechen tun sowohl die Gläubigen, als auch die Heuchler, als auch sogar Ungläubige sprechen dieses Wort La ilaha illallah aus. Denn es gibt sehr viele Menschen, und es gibt auch viele Leute, die dieses Wort aussprechen, aber in ihrer Waagschale wiegt es nicht mehr als nur eine Feder. Deswegen muss man auch die Voraussetzungen erfüllen für dieses Wort, die Voraussetzungen für La ilaha illallah erfüllen, damit Allah subhanahu wa ta'ala auch einen dafür belohnt und einen unter die Muslime schreibt. Denn das bloße Aussprechen reicht nicht aus, dass man Muslim wird, sondern man muss auch danach handeln, nach dem, was diese Worte bedeuten. Das heißt, dass man erstens die Voraussetzung erfüllen muss, dass Allah subhanahu wa ta'ala dieses Wort von einem annehmen wird, und zweitens, dass man denjenigen Taten aus dem Weg geht, die diesem Tawhid widersprechen. Zum Beispiel Shirk al-Kufr, dass man dem aus dem Weg geht. Denn genauso wie man durch La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah in den Islam eintritt, gibt es auch Aussagen, die man machen kann, durch die man den Islam austritt. Ja. Also denen muss man aus dem Weg gehen. Dann die Bewohner Allah subhanahu wa ta'ala sagt in diesem Hadith Qudsi, wenn die sieben Himmel und ihre Bewohner außer mir, und diese ihre Bewohner außer mir. Diese Ausnahme hat Allah subhanahu wa ta'ala deswegen gemacht, weil Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht in diesem Himmel innen drin. Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht in diesem Himmel innen drin. Und aber man sagt sehr wohl, wenn man über Allah spricht, wie der Prophet es selbst gemacht hat, wenn man fragt, wo ist Allah, sagt man fis sama. Das heißt wortwörtlich im Himmel, aber das ist nicht gemeint, sondern gemeint ist oben. Allah ist oben. Ja, fis sama heißt auf Arabisch, weil As-Sama ist alles, was oben ist. Auf Arabisch, As-Sama, der Himmel ist alles, was oben ist. Aber wenn man über die Engel spricht und über die Djinn spricht, über die Menschen spricht, über die Tiere, sagt man fis sama und meint innen drin, tatsächlich. Wir sind innen drin und der Himmel ist über uns, wie eine Wolke über uns und über die Engel ebenfalls. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er ist, wir sagen wir Allahu Akbar, Allah ist viel größer als all das. Allah ist nicht im Himmel innen drin, sondern er ist oben drüber. Subhanahu wa ta'ala. Und deswegen darf man nicht denken, dass dieser Hadith irgendwie bedeute, dass Allah subhanahu wa ta'ala irgendwie, wie heißt es, dass über ihn etwas wäre. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala, über ihn ist nichts. Und wie er an zahlreichen oder ziemlich genau an sieben Stellen erwähnt hat im Koran, hat er sich über seinen Thron erhoben, subhanahu wa ta'ala, und ist eben nicht in diesem Himmel. Der Thron ist viel größer als die sieben Himmel alle zusammen. Der Thron hat der Prophet uns mitgeteilt. Er sagt über Al-Kursi, wasi'a kursiyuhu samawati wal-ard. Das heißt, der Thronschemel oder man kann übersetzen Thronschemel oder Stuhl, umfasst die sieben Himmel und die Erde. Umfasst die Himmel und die Erde. Und der Arsch, der Thron Allah, ist noch viel größer als das. Deswegen kann man das in die Größen schon gar nicht mehr vorstellen. Na. Dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala, Yabna Adam, O Sohn Adams. Oder der Prophet sagte, Allah der Erhabene hat gesagt, O Sohn Adams. Dies ist ein Hadith Qudsi. Und der Hadith Qudsi, übersetzt ein heiliger Hadith, sind diejenigen Hadithe, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam direkt überliefert über Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, im Gegensatz zum Koran hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt nicht, dass er das vom Jibril gelehrt bekommen hat, sondern der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt direkt, Allah hat das und das gesagt, ohne Jibril als Vermittler in der Überlieferungskette zu erwähnen. Und die Hadith-Gelehrten haben diese Hadith Qudsiyya, diese heiligen Hadithe, auch in die Kategorie der Hadithe hineingetan. Warum? Weil es zu der Kategorie von Aussagen gehört, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam überliefert. Alles, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam überliefert,
Bis auf den Koran gilt als Hadith. Und die Hadithe, die Qudsiyya sind, die heiligen Hadithe sind Übereinkunft, unter Übereinkunft der Muslime kein Koran. Sind unter Übereinkunft der Muslime kein Koran. Obwohl der Prophet sallallahu alaihi wasallam es Allah zugesprochen hat. Das heißt, nicht alles, was Allah gesagt hat, ist Teil des Koran. Zum Beispiel, wir wissen, die Tora ist offenbart worden, die Evangelien sind das Evangelium ist offenbart worden, die Psalmen sind offenbart worden, oder die Schriftblätter von Abraham a.s. offenbart worden. Das alles sind Aussagen von Allah, aber die sind nicht im Koran drin. Deswegen nicht alles, was Allah gesagt hat, ist im Koran. Und dazu gehören auch die Hadith al-Qudsiyya. Es gibt eine Aqida-Angelegenheit, kann man nicht, vielleicht ist eine Aqida-Angelegenheit, und zwar die, bei der sich die Gelehrten, Allah sei Herzlichkeit auf ihnen allen, uneinig sind. Und zwar, sie sind sich uneinig. Beim Hadith Qudsi sind die Worte, die der Prophet Allah zuschreibt, die Worte Allahs wirklich? Oder ist es einfach nur die Worte des Propheten, die Bedeutung kommt von Allah? Das ist eine Meinungsverschiedenheit unter den Ulama. Manche haben gesagt, der Prophet hat gesagt, Allah hat das und das gesagt, also ist es ein. Das sind das Worte von Allah, wie der Koran. Und andere haben gesagt, nein, das sind die Worte des Propheten, und er gibt wieder, was Allah gemeint hat. Die Bedeutung der Worte, die Allah gesagt hat. Und das müssen nicht die Worte Allahs direkt sein. Und diejenigen, die gesagt haben, dass die Hadith Qudsiyya, das heißt, die heiligen Hadithe, Worte Allahs sind, wie der Koran, haben gesagt oder haben natürlich Widerspruch bekommen. Das heißt, diejenigen, die gesagt haben, dass die Worte, dass die Worte Allahs, oder dass die Hadith nochmal, also diejenigen, die gesagt haben, dass die Hadith Qudsiyya, die heiligen Hadithe, nicht direkt, die direkten Worte Allahs sind, sie haben das begründet mit den folgenden Argumenten. Erstens haben sie gesagt, wären die Ahadith Qudsiyya wie der Koran Worte Allah subhanahu wa ta'ala, dann wäre der Sanad noch kürzer als die beim Koran. Weil der Sanad, die Überlieferungskette, wäre kürzer, um eine Person, um Jibril a.s., weil er fehlt darin. Und dann wäre er wertvoller als der Koran, haben sie gesagt. Dann, und der Koran ist nämlich unter Übereinkunft der Muslimen überliefert worden über Jibril. Denn Allah sagte subhanahu wa ta'ala im Koran, قُلْ نَزَّلَهُ Ruhul Qudusi min Rabbik. Allah sagte im Koran, lesen wir mal die deutsche Übersetzung dazu, auf der Seite 278 in Surah 16, Surah An-Nahl, die Bienen, 100 Vers, 102, sag, offenbart hat ihn der Heilige Geist von deinem Herrn mit der Wahrheit. Und der Heilige Geist ist Jibril a.s. Der Heilige Geist ist Jibril a.s. Ruhul Qudus. Und das ist der Koran. Also offenbart hat ihn, den Koran, der Heilige Geist von deinem Herrn. Also ist Jibril von Allah subhanahu wa ta'ala zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gekommen mit diesem Koran. Und ebenfalls sagte Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Shu'ara, auf der Seite 375, Vers 193, sagte er, oder 192, und er ist ganz sicher eine Offenbarung des Herrn der Weltenbewohner, der Koran, mit dem der vertrauenswürdige Geist herabgekommen ist, Jibril, auf dein Herz, damit du zu den Überbringern von Warnungen gehörst, in deutlicher arabischer Sprache. Und das ist ein Beweis dafür, dass der Koran über Jibril a.s. überliefert worden ist. Und des Weiteren haben sie gesagt, wäre der Hadith Qudsi von Allah subhanahu wa ta'ala genauso wie der Koran, dann gäbe es keinen Unterschied zwischen dem Koran und dem Hadith Qudsi. Denn beides sind dann einfach die normalen Worte Allah subhanahu wa ta'ala. Und aus der Weisheit ergibt sich, wenn beides das gleiche ist, dann sollten auch für die beiden die gleichen Regeln gelten. Aber es gilt im Fiqh, im islamischen Fiqh gelten nicht die beiden Regeln. Die gleichen Regeln für den Hadith Qudsi als auch für den Koran. Zum Beispiel, wir wissen, dass wir den Koran lesen, bekommen wir für jeden Buchstaben mindestens 10 Hasanat. Weil es eine gute Tat ist und die gute Tat wird mindestens 10-fach vergolten, hat Allah uns versprochen im Koran. Dann, aber die Hadith Qudsiyya, die heiligen Hadith, wenn wir sie lesen, wissen wir nicht, dass wir 10 Hasanat bekommen für einen Buchstaben, den wir lesen. Das ist ein Unterschied. Ein weiterer Unterschied ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Koran die Menschheit herausgefordert hat,
in mindestens 4 Versen und ihnen gesagt hat, dass sie einen Koran herbeibringen sollen wie diesen Koran oder einen Sura herbeibringen sollen wie diesen oder 10 Sura herbeibringen sollen wie Sura von diesem Koran. Als Herausforderung an die Menschheit, wer das nicht kann oder wenn die Menschen das nicht können, dann ist ein Beweis, dass das die Worte Allah subhanahu wa ta'ala sind. No. Und das hat Allah subhanahu wa ta'ala nicht gemacht in Bezug auf die Hadith Qudsiyya. Das ist ein weiterer Unterschied. Dann darf man den Koran unter Übereinkunft der Muslime nicht lesen, indem man nur die Bedeutungen weitergibt. Gemeint ist, ich darf nicht, wenn ich im Gebet stehe, andere Worte aus, die Worte des Koran austauschen durch andere. Ja? Ich könnte, weil zum Beispiel, es gibt Worte, die sind ähnlich. Es gibt Worte im Arabischen, die sind ähnlich, die bedeuten das Gleiche. Ja? Aber ich darf nicht einfach im Gebet stehen und zum Beispiel auf Arabisch die Geschichte von Moses mit meinen Worten erzählen. Darf ich nicht. Auch wenn es genau die gleiche Geschichte ist, weitergeben. Okay? Bei den Hadithen ist es anders. Bei den Hadithen ist es anders. Da gibt es, da sind die meisten Gelehrten der Ansicht, dass man Hadith auch weitergeben darf, indem man nur die Bedeutung weitergibt. Und ein Beweis dafür ist, dass sie gesagt haben, ist die Tatsache, dass manche Hadithe sich im Wortlaut unterscheiden. Ja? Und sie haben gesagt, dass eben die Überlieferer manchmal nur die Bedeutung der Worte des Propheten weitergegeben haben, nicht genau die wortwörtliche Bedeutung. Ja? Und deswegen, die meisten Gelehrten haben gesagt, bei den Hadithen, sei es Qudsi oder vom Propheten, darf man auch die Bedeutung einfach weitergeben und man muss nicht genau die wortwörtliche wortwörtliche Aussage weitergeben, wie es im Koran Pflicht ist. Im Koran muss man genau sagen, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدَ und darf man nicht irgendwie sagen, قُلْ اللَّهُ وَاحِدَ zum Beispiel. Oder so, auch wenn es die gleiche Bedeutung wäre. Dann, wenn man im Gebet ist, darf man den Koran lesen oder muss man den Koran lesen. Aber die Hadith Qudsiyya darf man nicht lesen. Ich kann nicht diesen Hadith Qudsi im Koran im Gebet lesen. Darf ich nicht. Dann, die richtigere Ansicht ist, dass man den Koran nicht anfassen darf, außer wenn man rein ist, Wudu hat, Abdest hat. Und wenn man nicht die Gebetswaschung unternommen hat, darf man den Koran nicht anfassen. Und das ist beim Hadith Qudsiyya nicht der Fall. Im Hadith Qudsiyya darf man anfassen, problemlos, auch wenn man keine Gebetswaschung unternommen hat. Dann, den Koran darf man nicht lesen, wenn man Junub ist, Unreinheit, die große Unreinheit hat. Wenn man die große Unreinheit hat. Aber bei den Hadith Qudsiyya, die darf man lesen, auch in Tafsir darf man lesen und die Hadith des Propheten darf man lesen, auch wenn man Junub ist. Das ist ein weiterer Unterschied. Dann, ein weiterer Unterschied ist, der Koran ist uns von Surat al-Fatiha bis Surat al-Nas in Mutawatir-Form überliefert worden. Das ist nicht nur Sahih, sondern auch nicht nur Mashur, sondern Mutawatir. Das ist die höchste Form der Authentizität. Das heißt, wir haben Gewissheit, wir glauben nicht nur, sondern wir haben Gewissheit, dass jeder einzelne Buchstabe genau an der Stelle ist, an der der Prophet es uns mitgeteilt hat, dass er da steht. Und dass der Koran, den wir lesen, ist genau der gleiche Koran, den der Prophet in den Gebeten gesprochen hat, als er Imam der Muslime war in den Gebeten. Und in den Hadith Qudsiyya ist es nicht der Fall. Manche Hadithe, Qudsiyya, sind sahih, manche sind ta'if, schwach, manche sind hasan, ja, und manche haben überhaupt keinen Ursprung. Ja, das gibt es auch. Dann, wer den Koran leugnet, auch nur einen einzigen Buchstaben vom Koran leugnet, ist unter Übereinkunft der Muslime Kafir und kein Muslim. Aber den Hadith Qudsi ist nicht der Fall. Wer ein Hadith Qudsi leugnet, der sahih ist, ja, das ist ein Sünder, ein Freveler, keine Frage. Und das ist Haram, keine Frage. Aber tritt nicht dadurch aus dem Islam aus. Ja. Und deswegen gibt es, diese Ansicht, ja. Die zweite Ansicht ist die offensichtlichere Ansicht. Und zwar haben sie gesagt, wenn der Prophet sagt, Allah hat das und das gesagt, dann sind das die Worte Allahs und fertig. Warum diskutieren wir dann überhaupt darüber? Ja? Und der Prophet ist vertrauenswürdig. Und er sagt nur Sachen, die wahr sind. Aber das hört sich schön an und ist auch richtig und gut. Aber Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erzählt uns die Geschichte von Moses, von Jesus, von Dawud, von Suleiman und von anderen Propheten. Und die haben mit Sicherheit kein Arabisch gesprochen. Und erzählt uns sogar, was die Ameisen gesagt haben, was Suleiman gehört hat. Und er erzählt uns noch von anderen Sachen, was Hudhud gesagt hat, der Wiederhopf, ein Vogel. Ja?
haben die haben bestimmt keine, nicht das gesagt, was, wie genau Allah gesagt hat. Mit Sicherheit nicht. Die Vögel sprechen eine andere Sprache als Arabisch. Okay? Und deswegen ist ein Beweis dafür, ich kann sehr wohl auf Arabisch sagen oder auf Deutsch, in irgendeiner Sprache sagen, die Person so und so hat das und das gesagt, auch wenn das nicht genau der Wortlaut ist von ihm. Wenn ich die Bedeutung wiedergebe, kann ich, darf ich das sagen. Ja. Insofern gibt es, wie heißt es, zwei Ansichten darüber. Und der gelehrte Sheikh Al-Uthaymeen ist der Ansicht, dass es richtiger ist, dass man nicht sagt, dass es genau die Worte Allah sind, sondern man sagt, es sind die Bedeutung. Wie dem auch sei, es gibt diese beiden Ansichten. Aber was wichtig ist, das ist eine Aqida-Angelegenheit und wenn man das jetzt nicht unbedingt versteht, ist kein Problem, kann man mich inshallah danach fragen. Aber ich möchte es trotzdem anschneiden. Auch wenn es eine komplizierte Angelegenheit ist, aber die Meinungsverschiedenheit, die ich gerade eben gezeigt habe zwischen der einen Partei und der anderen Partei in Bezug auf die Ahadith Qudsiyya, ist nicht die gleiche Meinungsverschiedenheit wie zwischen der Ahle Sunna und Al-Ash'ariya. Das ist was ganz anderes. Die Ash'ariya-Sekte haben im Gegensatz zur Ahle Sunna eine andere Ansicht in Bezug auf die Worte Allah subhanahu wa ta'ala. Das wissen wir. Die Ash'ariya-Sekte, sie sagen, oder besser gesagt, wir glauben als Muslime, Ahlus Sunnah und Jama'a, wir glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wie heißt es, diesen Koran offenbart hat. Und das sind seine Worte. Und Jibril alayhi salam hat sie von ihm gehört. Und Jibril hat sie Prophet Muhammad alayhi salam beigebracht. Und als Musa beim Dornbusch war, hat Allah ihn gerufen. Und Allah hat gesagt, wie er im Koran sagt, Surah Taha, innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li dhikri. Allah sagt im Koran, dass er, als er Moses gerufen hat, hat er zu ihm gesagt, wahrlich, ich bin Allah, es gibt keinen Gott außer mir, deswegen diene mir und verrichte das Gebet zu meinem Gedenken. So hat Allah gesagt im Koran, Surah Taha, ganz am Anfang Surah Taha. So, wir glauben, das war Allah, der gesprochen hat und Moses hat es gehört. Und Sache ist erledigt. Aber die Ash'ariya-Sekte, sie glaubt das nicht. Sie sagt, Moses hat Allah nicht gehört. Sondern sie sagen, in Wirklichkeit hat Allah subhanahu wa ta'ala einen Ton erschaffen, der das mitgeteilt hat, was Allah eigentlich meint. Ja? Und das ist natürlich eine ganz gewaltige Bid'ah der islamischen Religion, weil das erst aufgetaucht ist, ungefähr im 4. Jahrhundert, nachdem der Prophet schon längst gestorben war. Aber deswegen, die Ash'ariya, sie glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala spricht, aber nicht in dem Sinne, wie wir die Ahle Sunna das meinen, sondern die Ash'ariya sagen, Allah subhanahu wa ta'ala spricht in dem Sinne, dass einfach seine Worte sind das, was in seinem Inneren an Bedeutungen ist. Sie sagen, seine Worte ist das, was in seinem Inneren an Bedeutungen ist und allerdings ist das kein, hört man nicht, was Allah sagt und sind auch keine Buchstaben, die er ausspricht und nichts. Ja, und das ist natürlich eine nichtige Aussage, denn Allah subhanahu wa ta'ala hat so oft gesagt, dass er spricht und dass der Prophet hat so oft Allah subhanahu wa ta'ala das Sprechen zugesprochen und wir wissen mit Sicherheit, dass Allah subhanahu wa ta'ala sprechen kann, denn er ist Al-Qadir, er ist zu allem fähig. Allah subhanahu wa ta'ala ist allmächtig, subhanahu wa ta'ala. Und wenn man ihm sagt, dass er nicht spricht oder so etwas, dann glaubt man nicht an die Allmacht von Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, was ich sagen will, ist noch einmal, die Meinungsverschiedenheit zwischen den Ahadith al-Qudsiyya, wie manche Leute denken, ist nicht die gleiche Meinungsverschiedenheit wie zwischen der Ahle Sunna wal Jama'a und der Al-Ash'ariya. Das ist etwas anderes. Ja. Und um zum Thema kurz zurückzukommen, wenn jemand sagt, warum diskutieren wir überhaupt diese Angelegenheit? Sagen wir doch einfach, der Prophet Salam hat gesagt, Allah sagt das und das und sagt, diskutieren wir erst gar nicht darüber. Dann sagt der Gelehrte hier, es ist auch eine gute Ansicht und vielleicht ist das sogar die beste Sache, dass man gar nicht darüber eingeht. Nur die Sache ist halt so, wenn irgendwo in der islamischen Welt Leute auftauchen, die etwas sagen über die islamische Religion, dann müssen die Gelehrten gucken, ob das wahr ist oder nicht wahr ist. Und sie müssen darüber reden. Das heißt, wenn jemand anfängt, in der islamischen Religion zu philosophieren, über bestimmte Dinge, über die es zur Zeit des Propheten Sallallahu nicht gegeben hat, dann müssen die muslimischen Gelehrten darauf antworten, ihren Standpunkt klar machen und sagen, das ist wahr oder falsch. Würde keiner auftauchen, der etwas Neues in die Religion hineinbringen möchte, müssten die Gelehrten gar nicht darüber reden. Ja? Aber es gibt nun mal Leute, die gesagt haben, der Koran ist gar nicht Wort Allahs und so etwas. Das ist eine Katastrophe, aber es hat es gegeben. Und deswegen mussten die Gelehrten sich dann auch teilweise mit philosophischen Fragen beschäftigen. Ja. Jetzt der Hadith, also die Aussage, die ich vorhin erwähnt habe, O Sohn Adams, ist nämlich der Anfang eines Hadith Qudsis. Und zwar hat at-Tirmidhi, rahimahullah,
in seiner Sammlung, Sunan al-Tirmidhi, hat er einen Hadith überliefert über Anas ibn Malik radiallahu anhu anhu. Er sagte, Sami'tu Rasulallah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Er sagte, ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam folgendes sagen. Qala Allah ta'ala, Allah der Erhabene hat gesagt, Yabna Adam, o Sohn Adams, also o du Mensch, o Mensch. Sagt er, لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك به لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله سبحانه وتعالى sagt in diesem Hadith Qudsi, O Sohn Adams, wenn du zu mir kommen würdest, also am Tag der Auferstehung, mit so viel Sünden, wie in dem Maße, wie groß diese Erde ist, so viel Sünden, wie auf diese Erde passen, oder so viel Sünden, in dem Maße, wie groß diese Erde ist, ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. Aber du triffst mich an am Tag der Auferstehung, während du mir nichts beigesellt hast, keinen Schirk gemacht hast. لأتيتك بقرابها مغفرة. Dann würde ich dir auch an diesem Tag mit genauso viel Vergebung entgegenkommen. Dann würde ich dir an diesem Tag, oder dann würde ich dir mit genauso viel Vergebung entgegenkommen. Also noch einmal, wenn du, O Sohn Adams, mir mit so viel Sünden, wie die Erde, auf diese Erde passen, am Tag der Auferstehung entgegenkommst, aber du hast keinen Schirk begangen, keinen Polytheismus, keine Götzendienerei, keine Vielgötterei, du hast nur mich alleine angebetet, nur mir alleine gedient, dann werde ich dir mit genauso viel Vergebung entgegenkommen. Das heißt, Allah wird einem alle Sünden vergeben, wenn man keinen Schirk begangen hat. Und dieser Hadith ist edel, der Hadith ist bei Tirmidhi und der Hadith ist sahih und auch bei Ibn Majah, und in Al-Jami' von As-Suyuti. Und also noch einmal gibt es verschiedene Arten von Hadithe, ein kleiner Ausflug in die Hadith-Wissenschaft. Ein Hadith Qudsi ist ein Hadith, wo am Ende steht, Allah hat das und das gesagt. Ein Hadith Marfu' ist ein Hadith, wo am Ende steht, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das und das gesagt. Ein Hadith Maqtu' ist, Entschuldigung, ein Hadith Mawquf ist derjenige Hadith, wo am Ende steht, der Freund des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, so und so, hat das und das gesagt. Und ein Hadith Maqtu' ist, wenn ein Tabi'i, das heißt die Generation nach dem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, oder jemand darunter, am Ende des Hadiths steht, die Person hat das und das gesagt. Also kein Hadith eigentlich. Einfach nur eine Überlieferung über eine bestimmte Person, Tabi'i oder danach, noch näher zu uns. Das sind Arten von Hadithen, oder Überlieferungen, die es gibt. Das sind Einstufungen von Authentizität. Also es kann sein, dass ich über Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, einer von den Tabi'in, ja, dass eine Überlieferung gibt, dass er, Abdullah ibn Mubarak, das und das gesagt hat. Ja. Oder Imam Malik, rahimahullah, oder Imam Abu Hanifa, irgendjemand, über ihn gesagt worden ist, dass das und das gesagt hat. Die Überlieferung bis zu diesem Imam muss auch sahih sein, authentisch sein. Weil wenn sie nicht authentisch können, wenn ich sagen, dass der Imam das und das gesagt hat. Wie viel wird den manchen Gelehrten zugeschrieben, dass sie gar nicht gesagt haben? Dann, Sünden sind hier wirkliche Sünden gemeint. Und nicht nur Fehler. Also man könnte, manchmal denkt man auf Arabisch, dass Khataya vielleicht Fehler bedeutet. Allerdings schlagen wir einmal den Koran auf Seite 12. Da finden wir einen edlen Vers, wo Allah sagte, aber nein, wer eine böse Tat begeht und wen seine Verfehlung umfangen hält, das sind Insassen des Höllenfeuers. Ewig wird er oder werden sie darin bleiben. Und das Wort, was Allah subhanahu wa ta'ala verwendet hat für Verfehlungen, ja, das sind die Khati'at oder Khati'a. Das sind die Khati'at, Khati'a. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird einem die Sünden vergeben, egal ob sie große oder kleine Sünden gewesen sind, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala antrifft am Tag der Auferstehung und ihm nichts beigesellt hat, kein Schirk begangen hat. Dann überhaupt keinen, also weder kleinen noch großen Schirk begangen hat. Das erfährt man aufgrund der Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala, لا تشركوا بي شيئا. Dieses Wort شيئا auf Arabisch umfasst sowohl die große Form von Schirk, das ist diejenige Form, durch die man aus dem Islam austritt, wenn man zum Beispiel jemand anderes anbetet außer Allah. Und die kleine Form von Schirk,
wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam mitgeteilt hat. Das ist zum Beispiel Riya, wenn man zum Beispiel sein Gebet schön macht, damit andere Leute sagen, Mashallah, der betet schön. Das ist eine kleine Form von Schirk. Ja? Und wenn man das nicht macht und das nicht macht, dann ist man gerettet am Tag der Auferstehung. Und deswegen ist es gar nicht so einfach. Deswegen ist es gar nicht so einfach, wie man denkt. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns mitgeteilt, dass es Menschen gibt, die Diener des Geldes sind. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, Ta'isa abdu dinar. Und diesen Hadith haben wir schon einmal erwähnt, zu Beginn. Na, und zwar heißt, hat der Prophet gesagt, Ta'isa abdu dinar. Das heißt, unglücklich sei der Diener des Dinar. Dinar ist ja eine Währung, die damals gegeben hat. Ja? Bis heute gibt es noch diese Währung. Ta'isa abdu dinar. Unglücklich sei der Diener des Dinar. Und Ta'isa abdu dirham. Und auch unglücklich sei der Diener des Dirham. Ja? Dinar ist wie Euro und Dirham ist dann wie Cent. Okay? Und dann sagt er auch, unglücklich sei Abdul Qatifa. Qatifa ist jemand, der ein Kleid aus Samt, Diener des Kleides aus Samt, er mag immer so Kleider, rennt durch Kleider hinterher. Und Abdul Khamisa, jemand, der Kleider gerne anzieht, die kariert sind. Gemeint ist eben, man ist Diener von solchen Sachen geworden, abhängig von solchen Sachen geworden. Ja? Fanatisch. Fanatisch, also. Und solche Leute hat der Prophet beschrieben als Abd von dieser Sache. Eigentlich muss man sein Abdullah. Und diesen Art von solchen Sachen, deswegen, das ist eine Form von Schirk, und der man nicht so einfach aus dem Weg gehen kann, oder besser gesagt, man kann es ihnen einfach aus dem Weg gehen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala einem den Erfolg dazu verleiht. Tawfiq. Wenn Allah einem Tawfiq gibt, dann ist man natürlich aus dem Schneider, wenn man so schön sagt. Dann da sagte Allah subhanahu wa ta'ala, لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِيَ مَغْفِرَةً, würde ich dir mit ebenso viel Vergebung entgegenkommen. Das ist ein Beweis dafür, dass der Tawhid, die Einzigartigkeit, oder der Glaube an die Einzigartigkeit Allah subhanahu wa ta'ala ist eine gewaltig gute Tat, die so gut ist, dass sie alle Sünden auslöscht. Dass sie alle Sünden auslöscht. Und Maghfirah, wir sagen ja immer Rabbighfirli oder Astaghfirullah, das ist alles, dass man die Vergebung Allahs erbittet. Und Maghfirah auf Arabisch oder im Islam bedeutet nicht nur, dass Allah einem die Sünden vergibt, sondern auch, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen die Sünden verdeckt. Dass er einen schützt, bedeckt. Dass niemand erfährt von den Sünden. Denn was für eine Bloßstellung ist es, wenn man Yawm al-Qiyamah vor den Geschöpfen steht und Allah subhanahu wa ta'ala einem eine Sünde erwähnt, die man gemacht hat. Ja? Das ist eine Bloßstellung. Fadiha. Ja? Und deswegen wünschen wir uns von Allah subhanahu wa ta'ala nicht nur, dass er unsere Sünden vergibt, sondern auch, dass er uns schützt und bedeckt. Dass niemand von unseren Sünden erfährt. Und deswegen ist es ein Anzeichen auch, dass Allah einem eine Sünde vergeben hat, dass man nicht über die Sünde spricht, die man begangen hat. Und der Prophet Satan hat gesagt, Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Oder in einer Version, illa al-mujahirin. Das heißt, meine gesamten Umma wird vergeben. Ihre Sünden wird vergeben. Jeder Muslim wird seine Sünden vergeben. Außer denjenigen, die offenkundig über ihre Sünden reden oder offenkundig die Sünden begehen. Deswegen soll man, wenn man eine Sünde begangen hat, nicht darüber reden. Ja. Und wenn man zum Beispiel eine Sünde begangen hat und man jemanden fragen möchte, was muss ich bei der Sünde tun, ja, dann ist das Beste, dass man, wie heißt es, versucht zum Beispiel zu sagen, ich kenne jemanden, der das und das getan hat. Oder was noch besser ist, dass man sagt, was muss man tun in einem Fall so und so und so und so. Dass man auf keinen Fall sich selbst, darüber sich selbst redet. Ja. Das ist, eine Art auch, wie man Anstand hat gegenüber den Gelehrten, ja, dass man nicht unbedingt über die Sünden öffentlich spricht. Und es gibt schon mehr als einen Gelehrten, den ich gehört habe, der gefragt wurde, das ist bestimmte Sünde. Und dann hat er, also der Fragende fragt und sagt, ich habe, oh Gelehrter, und wenn es auch nur schriftlich war, hat er gesagt, ich habe die Sünde begangen. Was muss ich tun? Hat der Gelehrte gesagt, weißt du was, erstmal, ich bestrafe dich damit, dass ich die Frage gar nicht beantworte. Weil so stellt man keine Fragen. So stellt man keine Fragen. Jetzt, dieser Hadith, den wir erwähnt haben und der Hadith vorher, warum hat der Autor diese Hadith erwähnt? Warum? Weil die Überschrift lautete, die Vorzüglichkeit des Tawhid und was es an Sünden auslöscht. Und diese Hadithe beinhalten das zweifellos. Es löscht die Sünden aus, nämlich alle Sünden, wenn man keinen Schirk begangen hat. Aus diesem Kapitel, der jetzt beendet ist, können wir Schlussfolgerungen ziehen oder bestimmte Punkte festhalten und zusammenfassen. Nummer 1, dass Allahs Gunst, Fadl, Ni'ma gewaltig groß ist. Denn Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, oder der Prophet hat gesagt, dass wenn man Allah nichts beigesellt,
dann wird man ins Paradies eingehen, gemäß der Taten, die man verrichtet hat. Also man wird auf jeden Fall ins Paradies gehen, aber jeder gemäß der Taten, die er verrichtet hat. Und die zweite Sache, dass Allah subhanahu wa ta'ala einem sehr viel belohnen wird, wenn man den Tawhid umsetzt. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, dann wird die Waagschale, also wo La ilaha illallah drin ist, schwerer wiegen als die Waagschale, wo die sieben Himmel und die sieben Erden drin sind. Drittens, dass Allah subhanahu wa ta'ala einem alle Sünden vergeben wird dadurch. Denn er sagte, dann würde ich dir mit ebenso viel Vergebung entgegenkommen. Und es kann dem Menschen passieren, dass er sündigt. Auch wenn der Mensch gläubig ist und streng gläubig ist, ja, kann es trotzdem passieren, dass er Sünden begeht. Aber diese gute Tat des Tawhid wird seine ganzen Sünden, inshallah, auslöschen und Allah wird einem vergeben. Viertens, der vierte Punkt, den wir festhalten können, ist, dass wir gelernt haben, was Allah subhanahu wa ta'ala meinte, als er sagte in Surat al-An'am, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. Das heißt, diejenigen, die geglaubt haben und ihren Glauben nicht mit Ungerechtigkeit verdeckt haben. Wir haben über diesen Vers geredet und wir haben gesagt, die Ungerechtigkeit in diesem Vers ist Ash-Shirk. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam es uns so erklärt hat in einem Hadith. Und fünftens, fünfter Punkt, den wir festhalten können. Und zwar, im fünften Punkt sagen wir, fünf Punkte oder fünf Informationen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns mitgeteilt hat im Hadith von Ubadah. Und zum Hadith von Ubadah hat der Prophet uns mitgeteilt und gesagt, wer bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist und sein Diener, und wer bezeugt, dass Isa Allahs Diener und Gesandter ist und sein Wort ist, dass er Maria eingegeben hatte und Geist von ihm ist, und dass das Paradies wahr ist und dass die Hölle wahr ist, den wird Allah subhanahu wa ta'ala ins Paradies eingehen lassen. Das ist die Bedeutung des Hadithes. Und daraus ergeben sich fünf Punkte, die wir festhalten können. Nummer eins, das Glaubensbekenntnis, die zwei Shahadas, beide Glaubensbekenntnisse, und zwar La ilaha illallah und Muhammad Rasulullah. Das ist die Voraussetzung. Zweite Voraussetzung, dass Isa Allahs Diener ist und sein Gesandter ist. Und das Wort ist, dass er Maria eingegeben hat. Oder das Wort, das er an Maria gerichtet hat, alayhi salam, und Geist von ihm. Und wir haben darüber geredet, ausführlich. Und viertens, dass das Paradies wahr ist. Das heißt, dass es in Wirklichkeit ist, geht das Paradies wirklich. Auch genau auf die Art und Weise, wie der Prophet es mitgeteilt hat. Und dass die Hölle wirklich gibt. Genau auf die Art und Weise, wie der Prophet es mitgekriegt hat. Und beide hat der Prophet selbst schon gesehen und uns mitgeteilt. Der sechste Punkt, den wir festhalten möchten, ist, dass nachdem wir den Hadith von Utban und Hadith von Abu Sa'id und Hadith von Anas gelesen haben, haben wir gelernt, dass die Bedeutung La ilaha illallah oder dass La ilaha illallah nicht erfüllt ist, solange man nicht die richtige Niyya hat. Solange man nicht die richtige Absicht hat. Denn man kann es sprechen und nicht meinen. Und erst wird es einem helfen am Tag der Auferstehung, wenn man dadurch Allahs Wohlgefallen erlangen wollte. Wenn man Allahs Wohlgefallen erlangen wollte. Siebtens, dass das Wohlgefallen, dass man Allah subhanahu wa ta'ala Entschuldigung, und nicht nur, dass man Allahs Wohlgefallen erlangen will, sondern dass dieses La ilaha illallah muss auch in die Tat umgesetzt werden. Es bringt nichts, wenn jemand einfach sagt La ilaha illallah und verrichtet seine Religion überhaupt nicht. Also wie wenn er sich abwenden würde von seiner Religion. Das bringt gar nichts, sondern er muss umsetzen, was er gesagt hat. Wenn er sagt La ilaha illallah, das bedeutet, er glaubt, es gibt niemanden, der der Anbetung würdig ist, außer Allah subhanahu wa ta'ala, dann muss er auch seine Gebete verrichten. Es kann nicht sein, man sagt La ilaha illallah Muhammad Rasulullah und verrichtet seine Gebete nicht. Das geht nicht. Man muss seine Gebete verrichten. Denn die Heuchler zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie in Surat al-Munafiqun, die Sura, die Heuchler, da kamen sie zum Gesandten Allahs, sagten sie zu ihm, O Gesandter Allahs, wahrlich, wir bezeugen, du bist der Gesandte Allahs. Und Allah sagte, und Allah bezeugt, wahrlich, dass sie Lügner sind. Während sie mit ihm reden. Und die Sahaba haben jetzt gewusst, wer das ist. Sie haben sogar gewusst, wer das ist. Und trotzdem hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam kein Urteil über sie gefällt, hat sie leben lassen, denn vielleicht werden sie noch Muslime. Er hat gehofft, dass sie vielleicht noch Muslime werden. Achtens, auch die Propheten muss man darauf hinweisen, dass auf die Vorzüglichkeit von La ilaha illallah. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat es Nuh oder Musa in anderen Hadith darauf hingewiesen. Und auch uns weist der Prophet sallallahu alaihi wasallam darauf hin. Neuntens, der Hinweis darauf, dass der Tawhid schwerer wiegt als alle Geschöpfe.
Und obwohl viele Menschen dies sagen, ihre Waagschale trotzdem leicht sein wird. Wie kann das sein? Menschen sagen La ilaha illallah, ihre Taten werden in die Waagschale gelegen und trotzdem wird ihre Waagschale leicht sein. Das weist darauf hin, dass die Katastrophe kommt nicht vom Wort La ilaha illallah, hasha. Ja? Die Katastrophe kommt von der Person selbst. Walaikum salam. Kein Problem, kein Problem. Allah sei mit euch. Allah ibarakum. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Also, die Katastrophe kommt nicht dadurch, dass sie La ilaha illallah nicht gesagt haben oder so, sondern sie haben La ilaha illallah gesagt, aber sie haben Sachen getan, die diese Waagschale wieder leichter macht. Ja? Also Sachen, die diesem La ilaha illallah widersprechen. Zehnter Punkt, die Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns darauf hingewiesen hat in diesem Hadith, dass es sieben Erden gibt. Dass es sieben Erden gibt. Und der Koran ist nicht hundertprozentig deutlich in dieser Hinsicht, aber die sieben Himmel sind eindeutig im Koran an mehr Stellen erwähnt worden. Qul man rabbus samawat as-sab'. Allah sagte, sprich, wer ist der Herr der sieben Helden? Himmel. Wer ist der Herr der sieben Himmel? Und das sagt Allah in Surat al-Mu'minun, in Vers 86. Aber was die sieben Himmel, was die sieben Erden angeht, sagte Allah subhanahu wa ta'ala folgenden Vers in Surat al-Talaq. Im 12. Vers. Allah ist es, der sieben Himmel erschaffen hat. Und jetzt auf Deutsch natürlich ist es gleich so übersetzt worden, ja, weil das die richtige Übersetzung ist. Und von der Erde gleich viel, also auch sieben. Ja. Aber im Arabischen heißt es Mithlahunna. Also Mithlahunna heißt genauso wie sie. Also man könnte, wenn ich so schlecht übersetzen, würde ich sagen, Allah ist es, der die sieben Himmel erschaffen hat und von der Erde genauso wie sie. Ja, was genauso wie sie? Das könnte bedeuten, dass die Erden genauso aussehen wie die Himmel, sprachlich. Das ist aber nicht der Fall, das wissen wir, das ist nicht der Fall. Also kann es schon mal gar nicht sein. Dann könnte es sein, dass die Art und Weise, wie Allah das erschaffen hat, okay, könnte sein. Ja? Oder die Höhe, das heißt, wie hoch die Himmel und die Erde sind. Oder es könnte sein, wie schön die ganzen sind. Genauso schön hat Allah die Erde gemacht, genau wie auch die Himmel schön sind. Ja? Aber das alles ist offensichtlich nicht der Fall. Deswegen bleibt nur noch übrig die Anzahl. Aber die Sunna ist eindeutig in dieser Hinsicht. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, man iqtata'a shibran min al-ardi tuwiqahu yawm al-qiyamati min sab'i aradin. Der Hadith ist bei Muslim, das heißt, wer auch nur Erde sich unter den Nagel reißt und wenn diese Erde auch nur so breit ist wie die Handbreite, dann wird ihm dieses am Tag der Auferstehung angebunden, am Hals, oder wird ihm angebunden aus sieben Erden, heißt es wortwörtlich, aus sieben Erden. Ja? Und ein anderer Hadith macht es noch deutlicher. Er sagte, أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ كَلَّفَهُ اللَّهُ أَنْ يَحْفُرَهُ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَ سَبْعِ أَرَضِينَ ثُمَّ يَطُوقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ. Und der Hadith ist sahih bei al-Jami'. Das bedeutet, wenn ein Mensch jemand anderes ungerecht behandelt und für ihn ein Stück Erde wegnimmt und wenn es nur so breit ist wie die Handfläche, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala von ihm verlangen oder ihn damit beauftragen oder von ihm fordern, dass er dieses Stück Erde heruntergraben soll, bis er zur siebten Erde herunterkommt, und dann wird es an ihm festgebunden, wird in ihm angebunden am Tag der Auferstehung, so lange, das heißt, er wird sich damit bewegen müssen, wo auch immer er hingehen muss, und er wird das an sich angebunden haben, bis zwischen den Menschen gerichtet worden ist. Und dieser Hadith ist klar in der Hinsicht, dass es sieben Erden sind und auch weist deutlich darauf hin, dass die sieben Erden untereinander oder ineinander sind und nicht etwa, dass die sieben Erden woanders sind. Dass die Erden eben ineinander sind. Und manche haben gesagt, es sind sieben
Kontinente, aber das ist nicht der Fall, wie der Hadith deutlich darauf hinweist. Und manche haben gesagt, das sind irgendwie die Planeten von dem Sonnensystem, aber wie dem auch sei, das ist auch alles nicht der Fall, sondern wie ich gesagt habe, es sind sieben Erden, die ineinander sind, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Und das sind eben in Schichten. Wie die Himmel in Schichten sind, sind auch die Erden in Schichten. Und wir sagen in Bezug auf solche Sachen, die wir so nicht, von der wir, über die wir nur erfahren haben, über den Koran, die Sunna, sagen wir nur das, was Allah auch gesagt hat, der Prophet dann auch gesagt hat. Elftens, es gibt Bewohner in den Himmel und der Erde. Und das sind die Engel. Es gibt Bewohner in den Himmel und der Erde, das sind die Engel. Zwölftens, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala die Eigenschaften alle zuschreiben, die er sich selbst zugeschrieben hat, ganz im Gegensatz zu Al-Ash'ariyya. Ganz im Gegensatz zu Al-Ash'ariyya. Und oder auch Al-Mu'tazila oder Al-Jahmiyya oder Al-Mu'attila, wie dem auch sei. Alle diese, im Gegensatz zu ihnen, schreiben wir Allah subhanahu wa ta'ala alle Eigenschaften zu, die er sich selbst zugeschrieben hat. Und in diesem Vers oder in diesem Hadith heißt es, يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. Und ich habe schon mal darauf hingewiesen, dass ich das zwar übersetze mit er hat zum Ziel Allahs Wohlgefallen oder er erstrebt Allahs Wohlgefallen, ja, aber ich habe trotzdem gesagt, im Arabischen hat der Prophet Allah ein Gesicht zugeschrieben. Ja, wie er sagt, Surat al-Rahman, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَكْرَامِ. Und das Gesicht deines Herrn bleibt übrig, nachdem alles gestorben ist. ذُو الْجَلَالِ وَكْرَامِ, voller Ruhm und Ehre. Ja? Und das bedeutet, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala diese Eigenschaft zuschreiben, wie er sie sich zugeschrieben hat. Und wir werden Allah subhanahu wa ta'ala sehen am Tag, im Paradies werden wir Allah subhanahu wa ta'ala sehen, inshallah, wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Paradiesbewohnern macht, möge Allah uns zu den Paradiesbewohnern machen. Und zwar, das heißt, die Tatsache, dass ich das anders übersetze, weil ich nicht weiß, wie ich es sonst übersetzen soll, weil ich muss auch in der deutschen Sprache eine Bedeutung ergeben, in der arabischen bedeutet es auf jeden Fall unter anderem, dass man Allahs Wohlgefallen anstrebt. Ja? Das schließt aber nicht aus, dass man Allah diese Eigenschaft zuschreibt. Nur wenn man mir eine bessere Übersetzung auf Deutsch gibt, dann könnte ich auch diese bessere Übersetzung verwenden. Na. 13. Wenn man weiß, oder wenn man den Hadith von Anas kennengelernt hat und den Hadith von Utban kennengelernt hat, dann muss man den Schirk unterlassen. Ja, das ist ein Punkt, den man festhalten muss. Und wenn man den Schirk unterlässt, dann ist einem das Feuer verboten. Oder dem Feuer ist verboten, dass er jemanden verschluckt. Wenn man den Schirk unterlässt. Und wir wissen, wie ich gesagt habe, dass der Tawhid auch bedeutet, dass man, oder dass die Voraussetzung für die Gültigkeit des Tawhid unter anderem ist, dass man auch Allahs Wohlgefallen dadurch erlangen möchte. 14. Dass man sich bewusst macht, dass Isa und Muhammad, Allahs Segen, Heil und Preisen auf ihnen beiden, zusammen erwähnt worden sind als Diener und Gesandte Allahs. Das muss man sich bewusst machen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat erstens beide beschrieben als Diener und beide beschrieben als Gesandte, dass sie eine Botschaft bekommen haben, die sie überbringen müssen. Eine Risala und ein Gesetz. Zweitens, dass er beide zusammen erwähnt hat, weil sie beide für Allah subhanahu wa ta'ala gleich sind. Beide sind Geschöpfe und beide sind Diener Allahs und beide sind Gesandte. Beide sind keine Herren und beide sind keine Söhne eines Herrn, gepriesen sei Allah subhanahu wa ta'ala. Und 15. Wir haben die Kenntnis erlangt, dass Isa a.s. der Einzige ist, oder dass Isa a.s. mit der Bezeichnung Kalimatullah bezeichnet worden ist, das Wort Allahs. Und gemeint ist eben derjenige, der durch das Wort Allahs erschaffen worden ist. Denn Allah subhanahu wa ta'ala brauchte nur sagen, sei, und dann war Isa in der Gebärmutter von seiner Mutter Maryam a.s. Und das ist eine Und Isa ist in dieser Hinsicht einzigartig, oder wie heißt einzigartig, und natürlich Adam auch und sein Vater, aber in Bezug auf Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist es ein wesentlicher Unterschied zwischen Isa und Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil Isa wurde erschaffen durch seine Mutter und durch das Wort Allahs, und Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde im Gegensatz dazu durch
seine Eltern, eben durch Allah, durch seine Eltern dann erschaffen. Das heißt, durch den Samen seines Vaters. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. 16. Dass wir Kenntnis erlangt haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala, also im Koran und auch im Hadith hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Jesus, also Isa alaihi salam, als Geist von Allah bezeichnet oder Ruh von Allah subhanahu wa ta'ala bezeichnet. Und von gemeint ist, es kommt von Allah. Dieser Ruh kommt von Allah und nicht von Allah im Sinne von Teil von Allah. Das ist die Ansicht der Christen. Aber wir sagen, Min bedeutet hier, kommt von Allah subhanahu wa ta'ala, wie jede andere Seele auch. Aber manchmal schreibt Allah subhanahu wa ta'ala sich etwas zu, damit es an Wert gewinnt. Also zum Beispiel die Kamelstute, haben wir beim letzten Mal erwähnt, die es zur Zeit von Salih gegeben hat, diese prächtige Kamelstute als Prüfung für sein Volk, hat er gesagt, Naqat Allah, die Kamelstute Allahs. Jede Kamelstute gehört Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ist der Herr von allem. Aber die Tatsache, dass er sich genau dieses Geschöpf auserwählt hat, weist auf die Gewaltigkeit dieses Geschöpfes hin. Ja, das ist eine Ehre für dieses Geschöpf. Und ebenfalls, im gleichen Fall ist es mit Isa alayhi salatu wassalam. 17. Jetzt haben wir die Kenntnis erlangt über die Vorzüglichkeit darüber, dass man an das Paradies glaubt und an die Hölle glaubt. Denn wenn man an diese beiden Sachen glaubt, dann hat man zwei Voraussetzungen erfüllt von vielen Voraussetzungen dafür, dass man ins Paradies eingehen wird. 18. Dass wir kennengelernt haben, dass der Mensch, wenn er Muslim ist und keinen Schirk begangen hat, keinen großen Schirk begangen hat, wird er ins Paradies eingehen. Aber entsprechend der Taten, die er verrichtet hat. Entsprechend der Taten, die er verrichtet hat. Das bedeutet, er wird vielleicht in die Hölle gehen, aber er wird eines Tages aus der Hölle rausgehen und ins Paradies eingehen, jeder Muslim. Und das ist im Gegensatz zur Sekte von Al-Mu'tazila und Al-Khawarij. Denn die Mu'tazila und die Khawarij, sie sind der Ansicht, dass wenn jemand große Sünden begeht, dann bleibt er ewig in der Hölle. Und Al-Mu'tazila, oder besser gesagt, fangen wir mit Al-Khawarij an, sie haben jemanden, der große Sünden begeht, wie Alkohol trinken oder Zina oder Stehlen und so etwas, sie haben ihn bezeichnet als jemanden, der Kafir ist. Sie haben gesagt, jemand, der großen Sünden begeht, ist Kafir. Und deswegen bleibt er ewig in der Hölle. Die Mu'tazila haben gesagt, er ist weder, wie heißt es, in diesseits ist er weder ein Muslim noch ein Kafir. Aber im Jenseits wird er in der Hölle ewig bleiben. Das ist auch eine Bid'a in der Religion, was die Khawarij gesagt haben. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat die Shahada erwähnt. Muhammad, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah und das Isa, Allahs Diener genannt und so weiter und so fort. Und hat hier die Arkan al-Islam gar nicht erwähnt. Hat die Arkan al-Islam gar nicht erwähnt. Warum? Weil Teil der Arkan al-Islam, der Säulen des Islam, der weiteren vier Säulen, manche von ihnen, wenn man sie unterlässt, oder manche von den Säulen des Islam, wenn man sie unterlässt, ist man ungläubig. Und manche von ihnen, wenn man sie unterlässt, ist man nicht ungläubig. Das heißt, nur durch die Tat, wenn man sie unterlässt. An Glauben daran muss man ja auf jeden Fall, in jedem Fall. Und zwar, wie dem auch sei, ist die richtigere Ansicht, dass sowieso bei den Säulen des Islam ist man nur ungläubig, wenn man entweder die zwei Shahadas unterlässt oder das Gebet unterlässt. Auch wenn es über Imam Ahmad rahimahullah überliefert ist, dass er der Ansicht war, dass auch die Unterlassung irgendeiner anderen Säule des Islam zum Unglauben führt, aber trotzdem die richtige Ansicht ist, dass nur die Unterlassung der Shahada, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, und die Unterlassung des Gebets zum Unglauben führt. Die Unterlassung allerdings von Zakah und Hajj und Siyam führt nicht zum Unglauben, sondern ist eine große Sünde. Wenn man sie leugnet, ist was anderes. Wenn man eine Säule des Islam leugnet, dann ist man bei allen Gelehrten kein Muslim. 19. Die haben Kenntnis erlangt, dass die Waagschale zwei Schalen haben wird. 20. Wir haben Kenntnis erlangt, dass Allah subhanahu wa ta'ala ein Gesicht hat. Wie es aussieht, wissen wir nicht. Wir haben es nicht gesehen, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mitgeteilt, dass die Paradiesbewohner es sehen werden. Ja, dass wir als Paradiesbewohner es sehen werden. Und ein wichtiger Hinweis diesbezüglich ist, dass für uns ein Gesicht ist ein Teil eines Körperteils. Teil des Kopfes. Allerdings in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala reden wir nicht von Teilen. In Bezug auf Allah sprechen wir nicht von Teilen. Der einzige Grund, warum wir Allah subhanahu wa ta'ala ein Gesicht zuschreiben, ist, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gemacht hat und weil Allah subhanahu wa ta'ala es im Koran erwähnt hat.
Deswegen machen wir das. Und es gelten die bekannten Regeln in Bezug auf die Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Wir machen es ohne Allah subhanahu wa ta'ala mit irgendetwas zu vergleichen. Und wir entstellen nicht die Bedeutung und wir verfälschen auch nicht die Bedeutung von den Eigenschaften, die Allah subhanahu wa ta'ala oder der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala zugeschrieben haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß es am besten. Und Allah Segen und Heil seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere guten Taten annehmen, unsere Sünden vergeben. Denn er ist derjenige, der dazu imstande ist und er ist derjenige, den wir darum bitten.